Ja, hallo, ich bin Tobias Latzke von der KI Decentralized und ich sitze heute mit Fabian Vogelsteller zusammen und kann ein paar Fragen stellen. Und ja, Fabian, ich freue mich riesig, dich persönlich kennenzulernen. Die meisten Entwickler kennen dich als Frozman. Ja. Ja, und du machst ganz viele Sachen und das, was sicher die meisten kennen, ist der ERC20 Standard. Ja, das ist eine Riesengeschichte. Wie kam es dazu und wie fühlt sich das an, wenn jetzt auf einmal Milliardenbeträge über einen Standard bewegt werden, den du maßgeblich definiert hast? Ja, also initial wurde der definiert von Vitalik. Mhm. Also Vitalik hatte den damals in den Smart Contract Standard ABI Wiki Post geschrieben. Dann habe ich so ein paar Änderungen dort gemacht und dann habe ich gedacht, okay, hier in dieser Wiki-Seite, dann wird das ziemlich schwer, dass es so diese Aufmerksamkeit bekommt, die es eigentlich braucht. Mhm. Und damals war dieser EIP-Prozess, also dieses Repository, Ethereum Improvement Proposal Repository, relativ neu. Und dann habe ich gesagt, okay, ich propose das einfach mal da, ich mache das ein bisschen schöner, beschreibe das ordentlich. Ändere ein paar Sachen in den Funktionen um, die vielleicht umgedreht werden mussten, weil da war irgendwie noch Value als erstes und das To als zweites oder irgend sowas. Und ich habe das, glaube ich, umgedreht, damit das so ähnlich ist wie die Ethereum-Transaktion selbst. Mhm. Genau, ich habe dann den Issue Nummer 20 kreiert. Ja, also Issue Nummer 20 ist dann, es war der Issue Nummer 20. Und das habe ich dann Ethereum Request for Comment genannt, so angelehnt an den RFC-Prozess. Ja, den RFC-Prozess, genau. Und ja, das hat dann relativ schnell Interesse gefunden. Leute haben dann diskutiert, das war im November 2015. Und so im Laufe der Zeit haben dann natürlich, wir haben viel diskutiert, haben noch ein paar Sachen geändert und so abgewegt und so weiter und so fort. Und im Laufe der Zeit haben dann begonnen, Leute das schon zu benutzen. Und trotzdem, so richtig abgegangen ist es eigentlich erst 2017, als dann Leute gesehen haben, okay, ja, also ICO auf Ethereum funktioniert ganz gut, weil das Schöne ist hier, man hat nicht nur einen Token, den man kreieren kann, sondern dieser Token kann automatisch mit einem Art Crowdfunding-Smart Contract operieren. Das heißt, schickt Ether rein und kriegt die Token zurück. Und das ist eigentlich so der Killer-Move gewesen. Also das war jetzt mir nicht wirklich bewusst und auch nicht gewollt, weil ich dachte, wir kreieren hier ein paar Token und wir spielen dann Leute rum mit irgendwie Spaß-Token. Relativ schnell hat das dann ziemlich viel Geld eingesammelt und heute sind wir bei 6 Milliarden über diesen Standard. Also das ist ein relativ einfacher Standard und wie gesagt, ich habe den nicht nur alleine gemacht, sondern den haben viele zusammen definiert. Und ich finde es manchmal ein bisschen lustig, dass das natürlich jetzt ist, wo mich Leute mit referenzieren, weil das war die wenigste Arbeit, die ich je geleistet habe, war eigentlich dieser Standard. Das glaube ich, will ich auch gar nicht darauf reduzieren. Ich habe tatsächlich andere Sachen gemacht, die mehr Arbeit gemacht haben. Aber das Schöne ist halt, wenn man einmal einen Standard hat und diese Interoperabilität schafft, dann kreiert das genau diese Netzwerkeffekte und diese extremen Explosion von Möglichkeiten und das ist eigentlich super. Mhm. Und ich würde genau dasselbe gerne bei Identity sehen, deswegen habe ich diesen Identitätsstandard ERC 725, also 725 initiiert. Mhm. Und auch, weil ich gemerkt habe, okay, das macht jetzt bis jetzt noch keiner gemacht, ich habe mir schon lange darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, jetzt wird es aber langsam mal Zeit und wenn es keiner macht, dann muss ich es wohl machen. Dann habe ich es halt gemacht. Ja, ist interessant. Was lässt sich an der Identität standardisieren und welche Softwaremodule könntest du dir vorstellen, die, sag ich mal, so austauschbar sind, dass sie mit unterschiedlichen Implementierungen von diesem Standard Sinn machen? Also auf deiner Seite musst du das Wichtige bei einem Smart Contract Standard ist, du standardisierst, wie interagiert man mit dem und wie interagieren Benutzeroberflächen mit dem. Also wir standardisieren nicht die Internals, das kann man auch ja nicht wirklich erzwingen, sondern nur, wie man damit umgeht. Und wenn man einmal sozusagen einen Container hat, wo Public Keys reingeschrieben sind und ich die managen kann und jeder sehen kann, welche Public Keys jetzt zu dieser Container gehören und ich in diesem Container auch noch Claims, sogenannte Claims,
einfügen kann, die signiert worden von dem auch immer, der sie ausgegeben hat, dann habe ich schon ein ziemlich machtvolles Gerät. Also, das heißt, in dem Konzept ist ein Container, ist eine Identität und kann aber potenziell natürlich mehrere Ethereum-Adressen haben. Das heißt, man will die dann noch einmal bündeln. Und, genau, also es müssen nicht nur Ethereum-Adressen sein, es können Public Keys von allen möglichen Arten von Public Keys sein. Es können aber auch Smart Contracts selbst sein, die dann die Identität kontrollieren. Und dieser Container, also diese Identität ist ein Smart Contract in dem Fall, im ERC-725-Proposal. Und die Idee ist, wenn ich einmal diese Claims habe, dann könnte ich theoretisch jetzt ein ICO machen. Wenn ich durch meine Identität agiere, dann könnte jeder könnte dieser ICO sehen, okay, der hat schon mal ein KYC mit dem Claim-Issue gemacht, dem vertrauen wir, den lassen wir komplett rein, der kann sofort mitmachen, ohne dass wir nochmal seine Dokumente einsammeln und ihn nochmal verifizieren müssen. Das heißt, theoretisch, um Sanktionslisten einzuhalten oder sowas, dass man vielleicht an bestimmte Nationalitäten nicht issuen darf? Also das wäre die Zukunft. Am Anfang wird es vermutlich Claim-Issuer geben, die sagen, hey, wir haben ihn überprüft und er ist valide an ICOs teilzunehmen, so ungefähr. Okay. Ne? Natürlich, idealerweise in der Zukunft, dann gibt es verschiedene Claims, wie zum Beispiel deine biometrischen Daten wurden von jemandem verifiziert, deine Adresse wurde von jemandem verifiziert, vielleicht dein Social Network wurde verifiziert. Man muss natürlich sagen, ERC 725 ist ein Smart Contract Standard auf der Ethereum Public Blockchain. Das heißt, es ist inhärent ein öffentlicher Standard, das ist sozusagen wie dein Public Profile. Also so wie wir heutzutage in LinkedIn alles hinschreiben über uns, könnte man so eine Identität schaffen, die mit der Zeit natürlich auch eine Reputation erzeugen kann. Mit dem Unterschied, dass all diese Claims, die da drin stehen, idealerweise von dem signiert wurden, der sie auch ausgegeben hat. Ja. Das heißt, du kannst nicht nur sehen, okay, der sagt einen Haufen tolle Sachen über sich aus wie in LinkedIn, sondern die sind alle korrekt. Mhm. Und das ist schon ein großer Unterschied. Und was ich gerne sehen würde, ist, dass wir genauso eine Experimentierung sehen, wie wir bei den Tokens sehen, wo jeder einfach irgendwelche Tokens, die alle möglichen Funktionen hat, kreiert. Und mittlerweile gibt es ja Tokens, die in Smart Contracts funktionieren. Und dann wird darüber nachgedacht, okay, wie können wir die irgendwie diesen Token hier sinnvoll in diesen Systemen machen. Ich würde am liebsten auch genau dieses Experimentieren für diese Identität sehen. Weil es geht ja nicht nur darum, meine seriöse Identität und meine biometrischen Daten zu verlinken, sondern ich könnte eine Identität von CryptoKitties haben. Und da könnte jemand sagen, Sachen an diese Objekte anfügen. Oder das Objekt könnte Sachen über mich aussagen. Oder ich könnte Sachen über das Objekt aussagen und so weiter und so fort. Und da kann man relativ interessante, komplexe Systeme schaffen. Spannend. Und die Standardisierung wie immer wegen Interoperabilität ums... Ich könnte sozusagen dann ganz, ganz viele... Wie wir heute Wallets haben, könnte ich sozusagen so Identitätspassports-Apps haben und da kann ich meine Identität einfach reinladen. Ich könnte mit meiner Identität interagieren, könnte Claims entfernen, könnte welche approven, könnte Keys entfernen und hinzufügen und ich könnte natürlich auch anderen Identitäten irgendwas claimen. Also entweder ich bin eine große Firma oder eine verifizierte oder validierte Institution oder ich bin einfach nur eine Person, die was auch immer Claims über eine andere Gruppe aussagt oder andersrum. Also, dann kann man natürlich auch viele von diesen Claims auch offline haben. Das heißt, man muss ja nicht alles da öffentlich reinschreiben oder jedenfalls öffentlich referenzieren, sondern man kann natürlich auch viel offline haben. Aber diese beiden Sachen, diese Offline-Claims plus diese öffentlichen Claims, ist eine gute Kombination, um eigentlich eine öffentliche Persona zu kreieren, die man selbst kontrollieren kann. Spannend. In welchem Stage ist das EEP? Also das ist jetzt so initialer Draft, wurden schon ein paar Sachen verändert, Leute diskutieren, Leute beginnen jetzt schon die ersten Implementationen zu schreiben. Viele wollen es nutzen und sagen, die finden das interessant, wollen das gerne in ihren Identitäts-Startup benutzen. Ja, ich gucke denen jetzt nicht alle auf die Finger. Also das werden wir sehen, wo das, also wie gesagt, also November 2015 war der ERC 20 Standard. 2017 gab es auch den wirklichen großen Bass. Das war eigentlich ein Jahr später. Ne? Wir müssen sehen, wie lange das hier dauert. Das liegt wirklich an jedem. Also wenn ich heute sage, als Entwickler so ein Webinterface baue, um mit ERC20 Identities zu interagieren, wäre das eine coole Sache. Dann könnte man theoretisch schon heute das deployen. Wenn ich ein ICO bin und ich verifiziere sowieso die ganzen Leute, warum gebe ich denen nicht sofort eine ERC725 Identity? Dann können sie nämlich beim nächsten ICO sich das sparen.
Und so eine Sachen würde ich einfach gerne sehen. Und vielleicht machen wir das auch mit dem Luxo-Projekt zum Beispiel. Cool. Bin ich gespannt, was da kommt. Ich würde gerne nochmal auf den ERC 20 zurückkommen, weil ich selber aus der Erfahrung als Entwickler weiß, dass man, okay, wenn man das Token nur transferieren will, alles wunderbar. Wenn man es aber mit Smart Contracts verweben will, hat man immer das Problem, dass man eigentlich zwei Transaktionen machen muss. Also das Freigeben und dann die eigentliche Smart Contract Transaktion. Ja, da gab es von Consensus diesen Vorschlag mit Approve and Call. Und inzwischen gibt es, glaube ich, eigene EIPs, die das noch verbessern wollen. Wo siehst du da das meiste Potenzial, dass man wirklich diese atomare Swaps mit ERC-20-Tokens und einer Smart-Contract-Logik hinbekommt? Ja, eigentlich das Beste ist, glaube ich, was ERC-223, also 223 und 777 proposed. Also ich persönlich würde, glaube ich, 777 benutzen, aber am Ende musst du einfach nur als Token Contract diesen Smart Contract auch aufrufen. Ja. Und dann kann der Smart Contract automatisiert darauf reagieren. Und dann kann er theoretisch auch Tokens besitzen. Also ich meine, wenn er eine Token Receive Funktion hat oder in ERC 223 ist die Token Fallback Function, wenn er die implementiert, dann kann er natürlich auch darauf reagieren, diese Tokens wieder rauszuschicken. Dann braucht man dieses ganze Approve-Dingsbums gar nicht. Also das fand ich relativ schwierig schon von Anfang an. Das war in Vitaliks Proposal, dieses Approve. Offensichtlich nicht hundertprozentig durchdacht durch diese Race-Condition, die da entsteht. Aber am Ende, idealerweise schicke ich das einfach in den Smart Contract und der benutzt es dann und macht dann, was er will. Ne? Das heißt, das Schöne bei Approve natürlich ist, dass der Smart Contract immer noch weiß, wem es gehört. Ne? So ungefähr. Ja. Also wem jetzt sozusagen der eigentliche Owner ist. Das kann er aber natürlich auch intern registrieren. Ne? Das heißt aber ja eigentlich, dass alle, die heute ICOs machen, was Utility Tokens sind, dass die eigentlich schon auf so einen Standard eher gehen sollten als ERC20, ja. Sieht man bisher aber noch kaum. Ich glaube, viele benutzen schon ERC223, aber theoretisch ist es eigentlich auch nicht kompliziert, dass man einen Token Smart Contract updatet. Ne? Aktuell machen diese Token Updates relativ manuell. Die gucken einfach nur, okay, schickt die Token an den Contract zurück und dann gucken die manuell, wer hat da zurückgeschickt und schicken dann die neuen Token aus. Ja. Man könnte aber theoretisch diesen alten Smart Contract in einen Freeze-State schalten, wo man sagt, ab jetzt gibt es keine Transaktion mehr. Und dieser neue Smart Contract hat eine Funktion, wie er die Balances auslesen kann und die sozusagen in den neuen übertragen kann. Da muss man diese Funktion vielleicht 5-mal aufrufen, damit man diese For-Loops nicht out of gas sind. Mhm. Und dann ruft man diese 5 oder 20-mal auf und dann hat man alle Balances transferiert. Und dann musste der User gar nichts machen, außer jetzt zu einem neuen Token Contract zu pointen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und natürlich ist das Problem, dass ERC-77 hat einen anderen Token Fallback Funktion, nämlich Token Received, und ERC-223 hat jetzt Token Fallback und idealerweise einigt man sich auf einen. Ja. ERC-777 hat einen interessanten Ansatz, dass es erstens multipliziert zu 21 kommt. aber das Interessante eigentlich ist, dass man hier in einem extra Contract registriert, hier diese Adresse hat entweder eine Token-Fallback-Funktion oder wo musst du hingehen, um damit umzugehen mit dieser Adresse. Und du kannst da theoretisch auch eine Adresse haben, die kein Smart Contract ist, die dann einen Token-Senden ablehnt. Na, das könnte man auch machen. Klar. Man könnte sagen, okay, diese Adresse lehnt das ab oder das ist der Proxy, der damit umgeht mit den seinen Token und so weiter und so fort. Das kann man da in so einer Art Blacklist hinterlegen an diese Adresse? Genau, Whitelist eher. Also man müsste dann sagen, wenn man einen Token, wenn ich einen Smart Contract deploye, der mit einem ERC-777 Token interagieren will, dann muss ich auch noch gleichzeitig, vielleicht am besten in dem Constructor, muss der sich noch registrieren in diesem Registry. Und das ist ein Unowned Registry, das heißt, jeder kann damit interagieren. Bei ERC-223 versucht man, diese Funktion auf den Smart Contract aufzurufen. Das heißt, man muss mehrere Calls machen, um sicherzugehen, dass man hier mit diesem wirklich interagieren kann.
Und das kann in manchen Situationen schon ein bisschen tricky sein und so. 223 wurde schon länger diskutiert. Es scheint auch immer nicht final zum Ergebnis zu kommen. 777 ist relativ neu. Mhm. Muss man sehen. Also die sind alle backwards compatible oder man kann sie alle backwards compatible machen. Zum ESC20. Zum ESC20, genau. Aber dass so eine Evolution stattfindet, war schon von Anfang klar. Ne? Also wir hatten auch damals darüber nachgedacht, sollten wir jetzt hier Smart Contracts notifyen, wenn wir einen Transfer machen. Und uns war schon damals klar, ja, müsste man machen, aber wir dachten, das wäre zu kompliziert. Ja. Wenn wir das jetzt mitstandardisieren, weil da gibt es vielleicht viele Edge Cases und wir wollten überhaupt erstmal so einen Basisstandard schaffen. Ne? Und das hat auch gut geklappt. Wie man sieht. Weil es so einfach ist, glaube ich, hat es auch gut geklappt. Ja. Ne? Cool. Ja, dann bedanke ich mich. Super Insights. Es gäbe noch viel mehr zu fragen, aber ich denke, dann machen wir einfach ein neues Interview nochmal. Danke. Gut.